Herzlich willkommen bei GTA 4 und wir gehen jetzt hier mal ins Polizeipräsidium, ist das glaube ich. Rennen den Typ erstmal um und gehen rein. Final Interview. Jimmy? Erstmal was trinken. Listen. Where to begin? I don't know. Let me put it like this. If a guy makes a mistake, should that ruin his life? The people don't understand how life is. Life is like a bowl of fruit slowly rotting in a hot kitchen. I don't give a fuck about the life lessons, friend. What do you want? I'm a good guy. He's got it all wrong. One stain on my character, and I'm finished. I want to make a difference. What? Some lawyer. Ich dachte die ganze Zeit, es geht um Peggy. Thinks he's a crusader. Some morality cunt. He takes photos of guys in the shower at the gym, and then jacks off on his wife's face. Hey, enough. Sorry. Look, the guy's name is Tom Gold. Was da alles nur für schräge Typen leben, ey. Okay, also undercover. You're an immigrant. They're almost legally bound to interview you. But get yourself a suit. Ich hab einen Anzug an. Okay. I'll email you the details. You're a good man, Nico Bellic. A good man. Coming from you, that means a lot. Soll ich mir jetzt noch einen Anzug kaufen? Ich hab doch einen. Gib dich zu einem Internetcafé. Also erstmal. Erstmal. Kann ich nicht nach Hause und erstmal abspeichern? Ist auch dem. Ups. Entschuldigung, dämlich. Wir setzen den Helm auf. So sieht's aus. Das war verdammt knapp eben. Ein Motorrad am Limit hier. Bremsen, bremsen. Wo denn hin? Ach, hier ist es schon. Einmal runter. So, kannst den Helm wegschmeißen. Huch. So, E nicht F. Gamerzone. Web. Mail checken. Roman. Scheiße, Michelle hat für jemanden gearbeitet. Fuck, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Bis später, Roman. Dann sagst du einfach nicht. Wirf doch mal einen Blick auf Goldberglinger. Unter Karriere befindet sich der perfekte Job für dich. Wünsche deinem Mörder gutes Bewerbungsgespräch. Okay. All rights reserved. Karriere. Lebenslauf senden. Oh, das ging schnell. So möchte ich auch immer meinen
mein Lebenslauf ausgefüllt bekommen. Ist er dir jetzt gesendet? Ich denke schon. Roman, danke. Danke, dass du das getan hast. Hab gedacht, dass es dir nichts macht, einen Kerl zu daten nach all der Zeit der Handelsmarine. Bruce ist sehr dankbar, aufregst, aber ich hatte eine ziemliche Pechsträhne. Das Glück lässt einen eben manchmal im Stich. Vielleicht könntest du mir finanziell aushelfen. Ist keine große Summe. Betrachte es als eine Investition. Hiermit mache ich dich zum Minderheitsgesellschafter von RBE. Roman Bellic Enterprise, oder was? Ich bin der Geschäftsführer. Wir sind im Geschäft, Kasin. Ja, klar, komm, kriegst du. Roman, wie willst du die Welt regieren, wenn du jeden Cent, den du verdienst, verzockst? Nachricht gesendet. Travis Young, bitte helfen Sie. Sehr geehrter Herr, Frau, Familie, hallo, mögen Sie der Segen des allmächtigen Herrn mit Ihnen sein. Wahrscheinlich fragen Sie sich, wer es ist, der Ihnen dieses Schreiben schickt. Entspannen Sie sich und seien Sie gesegnet. Das ist ein Freund von pointclickshipabitch.com. Ich, nee, löschen. So, wie verlasse ich, ah, okay, Logout. Verlasse das Internetcafé. Anwaltsfirma. Muss ich jetzt höchstwahrscheinlich anrufen. Telefonbuch, Anwaltsfirma. Wo ist mein Motorrad? Da oben. Oh. Hoch. Ach so, jetzt sagt er, dass er keine ran will. Jeder Idiot kann Präsident werden. Das sehe ich aber nicht so. Kann ich jetzt heimfahren und mal speichern? Wohne ich denn da? Versteck. So. Northwood. Sieht erstmal nach geradeaus und kurvig aus. Das ist doch schön. Und das hübsche Fahrzeug, wenn ich so abheben würde, wäre das noch besser. Aber das Motorrad gefällt mir. Das quetsche ich jetzt da auf dem Parkplatz drauf. Wobei das Taxi ist ja weg. Es muss nicht gequetscht werden. Das ist eine Hupe? So müsste es eigentlich passen. So, hier T für Telefonbuch und lesen. Hab meinen Brüder von dir erzählt, hab eine große Sachenplanung. Zieh einen Anzug, eine Krawatte und gute Schuhe an. Dann komm hierher. Kostet eine verdammte Menge, aber der einzige Laden, wo man das Zeug kriegt, ist Perseus in Algonquin. Option. Ich hab doch einen Anzug. Anscheinend wird das immer nötiger, einen Anzug in dem Spiel zu haben. Ist doch. War doch dann extrem praktisch, dass ich mal bei diesem Perseus. Aua! Oh. Ich bin von meinem Motorrad geflogen. Ich hätte dir gern Schadensersatz. Verrückte Mick. Anwaltsfirma. Oh oh, ich bin gegen Dingens gefahren, gegen Polizei, aber Francis ist okay. 12 Uhr am Freitag. Und wunderbar. War doch unseren ersten Undercover-Job schon mal. Ich muss mir auf jeden Fall nochmal so komische Schuhe kaufen. Wer hier mit gefühlten 5 km/h sich da reinlegt, wie als würde er 250 fahren. Steht er in der gelben Zone, klaut das kein Mensch. Wunderbar. So, einmal die Treppe hochge. Was möchtest du denn? Jetzt nicht.
Drücke. Nein, das möchte ich nicht. Ich möchte das Spiel speichern. Das möchte ich. Das ist mein Wunsch. So, dann beende ich nämlich jetzt mal das Spiel und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, tschüss.